Freizeitgestaltung in den Bergen ist vielfältig. Im Sommer können Sie wandern, klettern, Mountainbiken oder Bergsteigen. Im Winter Schneeschuh wandern, auf Skitouren gehen oder Eisklettern. Bergwandern ist eine Sportart für jeden. Immer mehr Menschen entdecken diese sanfte Sportart. Auf bequemen Almwegen oder als anspruchsvolle Gipfeltour. Wählen Sie die Tour nach Ihrem eigenen Können und erleben Sie die Natur hautnah. Wenn Sie mehrtägige Wanderungen auf alpinen Höhenwegen unternehmen wollen, können Sie auf den Hütten des Deutschen Alpenvereins übernachten. Ohne ins Tal absteigen zu müssen, überqueren Sie Berge und Sprachgrenzen oder erwandern benachbarte Kulturen. Manchmal sind die Etappen lang, der Rucksack drückt und die Beine werden schwer. Wenn Sie dann nach einem anstrengenden Wandertag vor der Hütte sitzen und die letzten Sonnenstrahlen genießen, wird Ihnen dies lange in Erinnerung bleiben. Auch Bergwandern will gelernt sein. Machen Sie vor der Tour einen realistischen Plan über Länge und Schwierigkeit der Wegstrecke sowie die benötigten Gehzeiten für Auf- und Abstieg. Kalkulieren Sie auch Pausen ein und starten Sie so zeitig, dass Sie am frühen Nachmittag zurück sind. Achten Sie während der Tour auf die Wetterentwicklung, zum Beispiel auf die Gewitterneigung am Nachmittag oder möglichen Schneefall bei Durchzug einer Kaltfront. Wetterfeste Bekleidung und Verbandszeug gehören in jeden Rucksack. Vergessen Sie auch Karte, Kompass und Höhenmesser nicht, damit Sie bei Nebel oder Neuschnee die Orientierung behalten. Eine gute Ausrüstung macht noch keinen guten Wanderer, aber sie trägt entscheidend zum Erfolg bei. Und falls Sie Neuling sind, alle Sektionen des Deutschen Alpenvereins bieten organisierte Bergwanderungen an, an denen Sie ohne eigene alpine Erfahrung teilnehmen können. Unter Hochtouren versteht man das Begehen eisbedeckter, hoher Gipfel mit ihren Gletschern, Eisflanken und Firngraten. Meist geschieht das in Form einer Seilschaft, die sich ohne Wegmarkierungen in Schnee, Eis, Fels und im Steilgelände zurechtfinden muss. Für viele Bergsteiger eine verlockende Herausforderung. Denn in unserer übertechnisierten und nahezu perfekt erschlossenen Umwelt sind die hohen Berge eine der letzten Möglichkeiten, die Größe und Wildheit einer ursprünglichen Natur zu erleben. Hochtouren stellen erheblich höhere Anforderungen an das Können und die Ausrüstung als Bergwandern. Fangen Sie mit leichten Touren an und steigern Sie die Schwierigkeiten langsam. Gewöhnen Sie sich an das Gehen auf Geröll und im Schnee. Lernen Sie den Umgang mit der Ausrüstung, wie Seil, Pickel und Steigeisen. Der Weg auf den Gipfel führt oft über absturzgefährdetes oder exponiertes Gelände. Tasten Sie sich an Steilheit und Ausgesetztheit heran. Je höher der Berg, desto begehrenswerter das Ziel. Aber der geringe Sauerstoffgehalt und die starke Sonneneinstrahlung durch die klare, staubfreie Luft belasten den Organismus. Denken Sie an eine ausreichende Höhenakklimatisation. Tragen Sie eine Gletscherbrille gegen die gefährliche UV-Strahlung und schützen Sie Ihre Haut durch Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Die Sektionen des Deutschen Alpenvereins bieten organisierte Hochtouren an, an denen Sie nach Teilnahme an entsprechenden Schulungen unter Führung erfahrener Tourenleiter mitmachen können. Die Zahl der aktiven Kletterer nimmt stetig zu. Vor allem das Klettern an künstlichen Kletteranlagen boomt. Hier ist man unabhängig von der Witterung und die Anreise ist kurz. Im Jahr 2002 konnten die Kletterer zwischen 180 Kletteranlagen des Deutschen Alpenvereins mit insgesamt 80.000 Quadratmeter Kletterfläche wählen. Künstliche Kletteranlagen bieten leichte Routen für Anfänger und überhängende Wandbereiche für den Könner. Der Kletternachwuchs findet in fast allen Hallen einen Kinderkletterbereich. Klassisches Alpinklettern im Gebirge ist Klettererlebnis und Naturerlebnis. Neben der Schönheit der Natur lassen sich objektive Gefahren wie Steinschlag oder ein Wettersturz aber nie völlig ausschließen. Klettersteige bieten auch all denen, die das klassische Alpinklettern nicht beherrschen, das Erlebnis der Vertikalen. Beim Alpinklettern sind eine solide Ausrüstung im Kletterkönnen und Sicherungstechnik sowie umsichtiges Verhalten unerlässlich. In Kletterkursen der Sektion des Deutschen Alpenvereins wird Ihnen genau dies vermittelt. Die ersten eigenen Klettermeter im Gebirge gehen Sie unter fachkundiger Aufsicht.
Der Deutsche Alpenverein wurde am 9. Mai 1869 gegründet. Heute hat er knapp 700.000 Mitglieder in über 350 Sektionen. Ihnen stehen 327 vereinseigene Schutzhütten in den Ostalpen und den deutschen Mittelgebirgen zur Verfügung. Rund 8 Millionen Euro fließen jährlich in die Instandhaltung und Sanierung der Hütten. Der größte Teil davon dient der umweltgerechten Energieversorgung und Abwasserbeseitigung. Rund 2 Millionen Tagesgäste und 700.000 Übernachtungen zählen die Schutzhütten pro Jahr. Sie bieten Verpflegung, Unterkunft, Informationen über Wetter- und Wegverhältnisse sowie erste Hilfe mit den alpinen Notfallstellen. Ein beträchtlicher Teil der Hütten liegt oberhalb der Waldgrenze in Natur- oder Nationalparks. Deshalb eignen sie sich hervorragend als Stützpunkt für eine Gipfeltour oder für mehrtägige Bergwanderungen. Der Deutsche Alpenverein unterhält über 20.000 Kilometer Wege in den Bergen Deutschlands und Österreichs. Ihre Pflege übernehmen seit Generationen ehrenamtliche Helfer, meist im Umfeld der sektionseigenen Hütte. Durch Lawinenabgänge und Muren zerstörte Wegabschnitte werden repariert, Drahtseilversicherungen an exponierten Stellen regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert und Wegabschneider renaturiert. Alles Maßnahmen zur Erhaltung des alpinen Lebens- und Erfahrungsraumes. Bergwege sollen möglichst naturbelassen sein. Deshalb wird nur so viel wie nötig markiert. Ein weißes Rechteck, oben und unten von einem roten Strich begrenzt, weist den Weg. Als Zwischenmarkierung dienen rote Farbtupfen in einem weißen Kreis. Auf die Erschließung neuer Wege verzichtet der Deutsche Alpenverein. Skibergsteigen gilt als die Königsdisziplin der alpinen Sportarten. Der Aufstieg aus eigener Kraft und nach eigener Orientierung, die Abfahrt abseits der vorgegebenen Piste. Hierfür begeistern sich immer mehr Bergsportler. Sie wollen die Ursprünglichkeit einer tief verschneiten Winterlandschaft mit staubendem Pulverschnee und glitzernden Eiskristallen erleben. Mit Schneeschuhen können auch Nicht-Skifahrer diese Regionen erreichen. Denn Schneeschuhe verhindern ein Einsinken im tiefen Schnee. Sie sind ein uraltes Fortbewegungsmittel, das gerade eine Renaissance erlebt. Es verbindet auf einfache Weise Sport und Natur. Schneeschuhgehen ist mit wenig Aufwand für jedermann machbar. Im winterlich verschneiten Gebirge unterwegs zu sein, erfordert viel Können und Erfahrung. Wählen Sie das Tourenziel passend zum eigenen Können und zur Wetterentwicklung. Zusätzlich zu Touren im Sommer müssen Sie Schaufel, Lawinensonde und verschütteten Suchgerät mitnehmen. Unerlässlich ist es, die jeweilige Lawinensituation richtig einschätzen zu lernen. Eine gute Entscheidungshilfe bietet der Lawinenlagebericht, der täglich gebirgsgruppenspezifisch veröffentlicht wird. Bei der Tourenplanung zu Hause und im Gelände ist die von Mitgliedern des DRV-Lehrteams entwickelte Snowcard zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden. Die handliche Plastikkarte hilft, eigenverantwortlich die richtigen, oft überlebenswichtigen Entscheidungen zu treffen. Achten Sie während der Tour auf Alarmzeichen wie frische Lawinenabgänge, starke Durchfeuchtung, Windverfrachtungen und Wummgeräusche. Die Ausbildungsprogramme der DAV-Sektionen leisten einen entscheidenden Beitrag zu einem vernünftigen Risikomanagement. Das notwendige Wissen über Tourenplanung, Wetterkunde und alpine Gefahren erlernen Sie am besten durch die Ausbildungsangebote der Sektionen. Über 6.000 ehrenamtliche Fachübungsleiter vermitteln das richtige Verhalten auf Gletschern, beim Klettern oder auf Skitouren. Innerhalb der Kurse üben Sie das Lesen von Landkarten und den Umgang mit Kompass, Höhenmesser und GPS-Gerät. Um die Qualität der alpinen Ausbildung sicherzustellen, durchlaufen alle Fachübungsleiter ein umfangreiches Trainings- und Kursprogramm. Regelmäßige Pflichtfortbildungen halten das Wissen aktuell. Verantwortlich für die Ausbildung sind 7 Bundeslehrteams, die in enger Abstimmung mit der Sicherheitsforschung die Lehrpläne entwickeln. Die Sicherheitsforschung innerhalb des Deutschen Alpenvereins beschäftigt sich mit Materialtests, zum Beispiel für Eispickel oder Karabiner, der Erforschung von Unfallursachen und der Verhaltensanalyse von Bergsportlern.
Neue Produkte werden getestet und das Zusammenspiel unterschiedlicher Ausrüstungsgegenstände untersucht. Alle Sicherungstechniken müssen effektiv ineinandergreifen. Die Ergebnisse fließen in die nationale und internationale Normgebung ein. Neben dem Material spielt jedoch der Faktor Mensch eine entscheidende Rolle. Selbstüberschätzung, zu hoher Erwartungsdruck, Abhängigkeiten in der Gruppe und unzureichende Vorbereitung sind die häufigsten Unfallursachen. Deshalb wurden klare und prägnante Handlungsanweisungen erarbeitet, damit Bergsportler brisante Situationen selbst erkennen und letztlich einen Unfall vermeiden lernen. Kinder brauchen keinen Gipfelsieg und keine Marschtabelle. Käfer, Heuhupfer oder der glitzernde Stein sind interessanter als jede noch so imposante Landschaft. Von Kindern können wir Erwachsene lernen. Auch das Kleine und scheinbar Unbedeutende am Wegesrand ist es wert, entdeckt zu werden. DAV-Familiengruppen bieten die ideale Möglichkeit, als Familie zusammen mit anderen Familien die Freizeit in den Bergen zu verbringen. 125.000 Mitglieder des Deutschen Alpenvereins sind jünger als 27 Jahre. Innerhalb der Jugend des Deutschen Alpenvereins erhalten sie eine fundierte Betreuung und Ausbildung bei einem Höchstmaß an individuellem Freiraum. Ob alpiner Anfänger oder Bergfex, jeder findet hier eine passende Gruppe. Dass es dabei um mehr als nur ums Bergsteigen geht, zeigen Projekte zur Ökologie, die integrierte Behindertenarbeit oder die Treffen mit Jugendlichen anderer Länder. In der Geschichte des Alpinismus war Bergsteigen schon immer mehr als reiner Bergsport. Maler, Kartografen, Schriftsteller, Botaniker und Mediziner entdeckten und beschrieben die Berge der Welt. Wissenschaftler und Künstler setzten sich mit der Natur und deren Bewohnern auseinander. So entstand ein reicher Schatz an wissenschaftlichen, kulturellen und alpinistischen Expeditionsberichten. Im jährlich erscheinenden Alpenvereinsbuch und im zweimonatlich erscheinenden Panorama werden ausgewählte Artikel allen Vereinsmitgliedern zugänglich gemacht. Aus der kartografischen Tradition des DAV entstanden die detailgetreuen Hochgebirgskarten der Ostalpen. Rund 70 Broschüren aus den verschiedenen Disziplinen des Bergsports bieten aktuelle Tipps zur Tourenvorbereitung, Risikomanagement und den Umweltbelangen. Im Internet betreibt der DAV ein Portal mit umfangreichen Informationen rund ums Bergsteigen und neuesten Nachrichten aus dem Vereinsleben. Die Alpen sind ein in Europa einmaliger ökologischer Ausgleichsraum. Die Menschen haben sie im Laufe der Jahrhunderte zu einem traditionsreichen Kulturland gemacht. Durch die topografische Gliederung und den Wechsel von geschlossenen Wäldern und offenen Weiden sind sie heute Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen, die anderswo schon verdrängt sind. Jährlich suchen rund 120 Millionen Gäste Ruhe und Erholung in den Alpen. Dass Naturschutz und Naturnutz keine Gegensätze sein müssen, erkannte der Deutsche Alpenverein bereits 1977, als er seine Ziele zu einer umwelt- und sozialverträglichen Entwicklung des Alpenraums definierte. Kernpunkte sind der Verzicht auf die Erschließung weiterer Skigebiete, ein umweltverträglicher Transitverkehr sowie eine sozial gerechte Raumplanung. Ein Lehrteam aus Naturschutzfachleuten leitet die angehenden Fachübungsleiter darin an, den Bergsport an den Belangen der Natur auszurichten. Bei der Untersuchung Wildtiere und Skilauf im Gebirge unterstützte der DAV das Bayerische Umweltministerium bei der Ausarbeitung naturverträglicher Routenvorschläge maßgeblich. Das Projekt Skibergsteigen umweltfreundlich hilft Tourengehern und Schneeschuhwandern, die Natur bei der Ausübung ihres Sports so wenig wie möglich zu belasten. Weiterer ökologischer Schwerpunkt sind Konzepte für einen naturverträglichen Klettersport, vor allem in den deutschen Mittelgebirgen. Sind Sie neugierig geworden? Die Sektion Bergfreunde München freut sich auf Ihr Kommen. Sie besteht seit über 40 Jahren und zählt mit knapp 600 Mitgliedern zu den kleineren Sektionen Münchens.
Rund 20 Tourenleiter und ein staatlich geprüfter Bergführer kümmern sich um ihr alpinistisches Wohlergehen. Die Aktivitäten der Bergfreunde umfassen das gesamte Spektrum des Alpinismus. Das sind über 100 Touren pro Jahr, immer unter fachkundiger Leitung. Dazu kommt ein Ausbildungsangebot in allen wichtigen Bergsportarten. Die Vorbesprechungen finden Donnerstagabend im Vereinslokal der Siemens Sportanlage München-Ost statt. Unsere Jugendleiter gestalten für Kinder und Jugendliche jeweils ein eigenes Programm. Für diejenigen, die in ihrer Zeitplanung flexibel sind, bieten wir unter der Woche je eine Tagestour an. Lichtbilder, Vorträge, Hüttenabende, Grillfeste und andere gesellige Veranstaltungen sind auch außerhalb des Berggehens Gelegenheiten, sich persönlich kennenzulernen. Vorbeischauen lohnt sich. Das gilt für jedermann jeden Alters mit Liebe zum Gebirge. Die herzliche Aufnahme in einer Gruppe Gleichgesinnter ist garantiert. Wir Bergfreunde erwarten Sie.